Der Kryptomarkt ist auch am heutigen Donnerstag weiterhin relativ ruhig, könnte sich damit allerdings auf eine erhöhte Volatilität morgen und auch am Wochenende vorbereiten. Warum es möglicherweise zu dieser Volatilität kommt, beziehungsweise in welche Richtung es eher gehen könnte, schauen wir uns im heutigen Video etwas genauer an. Des Weiteren werfen wir unter anderem nochmal einen Blick auf Ethereum und den Merch, denn hier gibt es unfassbar interessante News und Informationen. Viel Spaß mit dem heutigen Video Krypto aktuell. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video gibt es wieder wichtige News und Informationen rund ums Themengebiet Bitcoin, Krypto und allem, was dazugehört. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem heutigen Video. Lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar da, um mich und meine Arbeit zu unterstützen. Springen wir nun direkt auf die erste Folie und sehen, dass im Kryptomarkt momentan nicht wirklich viel passiert. Die Kurse scheinen relativ ruhig zu sein. Der Aktienmarkt hat tatsächlich heute etwas aufgeatmet, doch der Kryptomarkt zeigt hier noch keine großen Bewegungen. Besondere Entwicklungen sehen wir allerdings weiterhin im Hintergrund, denn auch zum aktuellen Zeitpunkt nehmen die Adressen im Netzwerk weiter zu, zumindest die Adressen, die ein Bitcoin oder mehr besitzen. Die Akkumulation geht im Trend weiter voran, was mich auf jeden Fall glücklich stimmt, denn es zeigt einfach, dass sich das Netzwerk damit weiter ausbreitet und immer mehr User hier ins Netzwerk kommen, die ein Bitcoin oder mehr besitzen, somit sich das Ganze weiter verteilt und wir weniger Einzelhändler haben, die tatsächlich im Besitz von sehr viel sind. Genau eine Entwicklung, die wir eben sehen wollen. Dennoch gibt es natürlich Adressen, die immer noch über sehr, sehr viele Bitcoins verfügen und genau diese haben vor allem in den letzten paar Stunden viele Bitcoins an die Börsen geschickt. Oftmals werden Bitcoins und allgemein Kryptowährungen natürlich eher an die Börse geschickt, wenn man erwartet bzw. wenn man plant, diese zu verkaufen, denn ansonsten gibt es halt eben kaum einen Grund, seine Vermögenswerte hier an die Börsen zu schicken. Allerdings sahen wir nicht nur bei Gemini, sondern auch bei Coinbase Pro ziemlich starke Zuflüsse, die natürlich dann in den Folgetagen den Druck auf den Kryptomarkt erhöhen könnten, sollten diese Entitäten ihre Bitcoins hier verkaufen. Wir reden natürlich in Anführungsstrichen nur über 10.000 Bitcoins, doch diese Dynamik könnte selbstverständlich noch weiter zunehmen, vor allem in Antizipation auf das Event am morgigen Tag. Beziehungsweise sehen wir das Event ja auch aktuell schon, wie ich es vor 3 Tagen angesprochen habe. Hierbei reden wir über das Jackson Hole, eines der größten Treffen des US-Notenbankchefs, gemeinsam mit einigen wichtigen Bankern. Da ist dann morgen gegen, ich glaube, 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit zur Ansprache vom US-Notenbankchef kommen und erwartet, dass wir zu dem Zeitpunkt dann eine erhöhte Volatilität im Markt sehen werden. Bereits am 23. August äußerten sich hier einige Wirtschaftsexperten von Goldman Sachs. Diese sagten nämlich, dass der US-Notenbankchef am Freitag eine Bekanntgabe machen könnte, und zwar die, dass die Zentralbank künftig etwas langsamer vorgehen könnte. Wir reden hier selbstverständlich über deren Zinspolitik. Und Goldman Sachs geht beispielsweise davon aus, dass die Zinserhöhung im September dann um 50 Basispunkte stattfinden wird. Ob es wirklich so weit kommt oder wir bei den 75 Basispunkten bleiben, das steht natürlich in den Sternen. Wenn wir uns die aktuellen Schätzungen anschauen, die jetzt hier von vielen Investoren getroffen werden, so sehen wir, dass zum aktuellen Zeitpunkt immer noch die Erwartungen ein bisschen stärker sind, dass wir eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte sehen werden. Dazu werden natürlich auch zukünftige weitere Wirtschaftsfaktoren mit reinspielen. Doch selbstverständlich ist an dieser Stelle nichts garantiert, genauso wenig wie garantiert ist, dass der US-Notenbankchef morgen überhaupt über die Zinserhöhung sprechen wird. Das wird zwar erwartet und wird wahrscheinlich auch so kommen, doch sicher ist es eben nicht. Der Kryptomarkt verhält sich aktuell relativ verhalten, nachdem er vor einigen Tagen bei 25.000 Dollar ziemlich stark rejected wurde. Wir sind immer noch in unserem Seitwärtskanal und ich denke, morgen bzw. im Laufe der nächsten Tage können wir dann endlich den Ausbruch in die ein oder andere Richtung sehen. Dabei dürfen wir ebenfalls nicht vergessen, dass Zinsanhebung nicht der einzige Effekt auf die Wirtschaft sein wird. Wir sehen zum aktuellen Zeitpunkt immer noch eine quantitative Straffung, bei der die US-Notenbank gerade dabei ist, ihre Bilanz zu reduzieren, die sich aktuell auf knapp 9 Billionen US-Dollar beläuft. Diese Bilanz wurde in den letzten Jahren ziemlich stark aufgebaut und zum aktuellen Zeitpunkt wird die Dynamik immer weiter erhöht. So wird die Bilanz aktuell pro Monat um knapp 95 Milliarden US-Dollar reduziert. Selbstverständlich reden wir hier über eine Menge Kapital und nach Reuters möchte die Zentralbank bis zum Jahr 2024 ihre Bilanz tatsächlich um 2,2 Billionen US-Dollar reduzieren. Das ist natürlich eine Menge Geld, was hier wieder zurück in den Markt kommt bzw. eigentlich aus dem Markt entzogen wird. Und auch wenn die Fed zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich noch keine direkten Verkäufe geplant hat, so tut die Bank of England genau das, zumindest wenn man nach den Berichten von Reuters geht. Wenn Powell möglicherweise morgen ähnliche Anzeichen wie die Bank of England von sich gibt, dann könnte das natürlich ebenfalls zur Volatilität noch einmal beitragen. Ebenfalls sehen wir morgen natürlich auch einige Events, die sich nur auf den Kryptomarkt bzw. in diesem Beispiel nur auf den Bitcoin abspiegeln lassen. So sehen wir, dass morgen Optionsscheine in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar auslaufen. Das ist verhältnismäßig für den Kryptomarkt natürlich gar nicht mal
mal so wenig. Trotz aller Bemühungen der Bären konnte die Unterstützung bei 20.800 US-Dollar in den letzten Tagen nicht unterboten werden. Also der Bitcoin hat es geschafft, dieses Niveau auch während des relativ starken Abverkaufs in den letzten Tagen aufrechtzuerhalten. Die Bewegung erklärt, warum der Ablauf der monatlichen Optionsscheine in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar am morgigen Tag den Bullen tatsächlich zugutekommen könnte. Gerade das ungefähre aktuelle Preisniveau von 22.000 US-Dollar scheint hier besonders interessant zu sein. Zum aktuellen Zeitpunkt steht das Call-to-Put-Verhältnis bei ca. 1,25 und zeigt damit mehr zinsbullische Wetten, also Calls bzw. kaufoffenes Interesse, als Puts. Wir reden hier von 560 Millionen US-Dollar gegenüber von 450 Millionen. Da Bitcoin derzeit aktuell noch unter 22.000 US-Dollar tradet, werden höchstwahrscheinlich die meisten zinsbullischen Wetten wertlos. Auf der anderen Seite würden wir wahrscheinlich ein relativ ausgeglichenes Verhältnis sehen, wenn Bitcoin morgen zwischen 22.000 und 24.000 US-Dollar lanciert, und genau das ist eben das Preisniveau, in das der Bitcoin möglicherweise gedrückt würde. Sollte der Bitcoin morgen doch stärker abverkauft werden als erwartet, was natürlich ebenfalls passieren könnte, und tatsächlich unter 20.800 US-Dollar fallen, dann würde das seinen 7-wöchigen Aufwärtstrend zerstören bzw. effektiv brechen. Doch auch wenn der morgige Tag natürlich interessant wird für die Short-Term-Preisentwicklung des Bitcoins, vor allem projiziert auf die nächsten Tage, möglicherweise Wochen, so sehen wir im Hintergrund natürlich viele News und Nachrichten, die unfassbar positiv sind. So wurden hier beispielsweise zwei interessante Nachrichten innerhalb von kürzester Zeit von Bitcoin Archiv geteilt. Zum einen heißt es, Mastercard arbeitet mit Binance und ermöglicht Bitcoin und Krypto-Payments in mehr als 90 Millionen Stores. Auf der anderen Seite teilten sie ebenfalls, Visa, also ein Konkurrent von Mastercard, launcht eine Prepaid Bitcoin-Karte in Brasilien, wo sie am Ende des Tages sogar Bitcoin Rewards ermöglichen. Beginn tun wir mit Mastercard, denn hierbei sprechen wir über möglicherweise potenzielle 90 Millionen Geschäfte. Mastercard ging hierbei eine Partnerschaft mit Binance ein und würde es eben in Zukunft ermöglichen, in mehr als 90 Millionen Geschäften mit digitalen Vermögenswährungen bzw. unter anderem auch Bitcoin zu zahlen. Dieser Dienst ist vorerst nur auf Argentinien beschränkt, wird allerdings dann in den Folgetagen und Wochen höchstwahrscheinlich auch auf weitere Länder ausgeweitet. Wir kannten diese Karten von den Crypto-Exchanges schon in der Vergangenheit, so hat ja beispielsweise Crypto.com auch seine eigene Karte. Binance hat natürlich seine Karte, die sie schon länger am Markt haben, doch durch diese Partnerschaft soll das Ganze eben nochmal auf ein neues Level gehoben werden. So kann man in Zukunft mit den jeweiligen Mastercard-Karten bezahlen und Cashback in Höhe von bis zu 8% zurückerhalten. So viel Cashback hat natürlich viel Potenzial, was eben auch der CEO von Mastercard erkannt hat. So sagt er, wir können das volle Potenzial der Blockchain-Technologie entfesseln, wenn wir sie zugänglicher und einfacher nutzbar machen. Bereits in der Vergangenheit machte der Zahlungsabwickler Mastercard Schlagzeilen bezüglich Partnerschaften im Crypto-Space. Kooperiert Mastercard beispielsweise mit der Amber Group, Bitcoop und CoinJar, um vor allem auch im asiatischen Raum Zahlungen mit Kryptowährungen zu ermöglichen. Doch von Mastercard gehen wir rüber zum Konkurrenten Visa, der ebenfalls eine Partnerschaft geschlossen hat. Allerdings nicht mit Binance, sondern in diesem Fall mit Ripio. Auch bei dieser Zusammenkunft soll eine neue Karte entstehen, die es den Kunden ermöglicht, in Zukunft bei jeglichen Einkäufen bis zu 5% Cashback-Belohnungen in Form von Bitcoin zu erhalten. Zum aktuellen Zeitpunkt wird das Ganze allerdings erstmal auf 250 brasilianische Real pro Nutzer beschränkt, also circa umgerechnet in etwa 50 Euro. In den jeweiligen Geschäften werden dann selbstverständlich die Kryptovermögenswerte, wie in diesem Fall Bitcoin, automatisch in die eigene Landeswährung umgewandelt. Ist logisch, wenn du hier bei Starbucks einen Kaffee trinkst, dann möchten die nicht unbedingt Bitcoin dafür erhalten. Das Ganze wird im Hintergrund umgerechnet. Das Gute ist, dass Visa diesen Service komplett kostenfrei übernimmt, somit für dich als Investor bzw. als Nutzer dieser Karte keine Extrakosten entstehen, du allerdings auf der anderen Seite eben deine 5% Cashback bekommst. Der CEO von Ripio erklärte, dass diese Kooperation bzw. diese neue Karte ein hervorragendes Renditeinstrument für Kunden sei und Angebote der traditionellen Finanzinstitute deutlich überlegen sei. Erste Schätzungen der Firma erwarten, dass man bis zum Ende des Jahres mehr als 250.000 Nutzer haben wird. Mit diesem Angebot versucht Visa natürlich auch, sich im Crypto-Space weiter durchzusetzen und hat unter anderem aufgrund dessen bereits in der Vergangenheit schon viele andere und ähnliche Kooperationen geschlagen. Unter anderem beispielsweise auch mit Binance, aber auch mit Kryptobörsen wie unter anderem Coinbase. Wo wir gerade bei Coinbase sind, so bleiben wir kurz bei Coinbase, denn am 24. August kam es hier zu einer interessanten Bekanntmachung. Coinbase stellte nämlich seinen neuen liquiden CBETH-Token vor, der auch als Wrapped Ethereum Staking bezeichnet wird. Dazu ließ Coinbase verlauten, dass sie diesen Token als ERC20-Token launchen wollen. Mit dem neuen CBETH-Token hat Coinbase es tatsächlich geschafft, hier einen eigentlich fest gelockten Token frei nutzbar zu machen und gleichzeitig noch von seinen Prämien zu profitieren. Dazu sollte man natürlich nicht vergessen, dass die aktuell im Deposit-Contract gesperrten ETH
ETH-Coins dort auch drinne bleiben. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine Möglichkeit, diese Tokens zu entziehen und Coinbase möchte jetzt eben einen solchen Wrapped-Token erschaffen, beziehungsweise ist gerade an der Entwicklung und hat diesen wohl auch schon veröffentlicht und möchte in Zukunft es den Kunden ermöglichen, trotz der gestakten ETH, die nicht aus dem Kontrakt entzogen werden können, frei mit Ethereum beziehungsweise mit einem Wrapped Ethereum Coin zu arbeiten. Coinbase erklärte auch die Möglichkeit, dass die Kunden in Zukunft ihre neuen gestakten Tokens tatsächlich verkaufen, übertragen, ausgeben oder anderswertig verwenden können, während diese eigentlich noch gesperrt sind. Auch der DeFi Space soll mit diesem neuen Token unterstützt werden. Ich versuche euch mal eben an dieser Stelle kurz zu beschreiben, wie ich verstanden habe, wie das Ganze funktionieren soll. Also, du kannst ja jetzt deine ETH quasi in den Deposit Contract geben und erhältst dann dafür Staking Rewards. Selbstverständlich hast du an dieser Stelle dann allerdings keine ETH-Tokens mehr, kannst also hier nicht mitarbeiten, weil sie eben fest in diesem Contract drin sind. Nun kannst du deine ETH-Coins beispielsweise auch über Plattformen wie Coinbase in diesen Deposit Contract geben und Coinbase gibt dir dafür den Staked Ether Token. Dieser ist dann natürlich kein direkter Ether Coin, allerdings kann dieser eben frei gehandelt werden. Du beweist quasi mit diesem Staked Ether Token, dass du echte Ether in den Contract gegeben hast und ich denke mal, dass diese Umwandlung dann wieder stattfinden wird, wenn jetzt der Contract wieder geöffnet wird und die Ether Coins wieder aus dem Contract entzogen werden. Wahrscheinlich kann man dann diese aus dem Contract entzogenen ETH wieder gegen die CB ETH Tokens von Coinbase tauschen und hat somit eben einen 1:1 gedeckten Wrapped Coin. Im offiziellen White Paper zum neuen Wrapped Ethereum Staking Token heißt es hierzu von Coinbase: Wir hoffen, dass sich CB ETH für den Handel, den Transfer und die Verwendung in DeFi-Anwendung durchsetzen wird. Mit CB ETH möchte Coinbase einen Beitrag für das Krypto-Ökosystem leisten, indem es hochgradig nützliche Wrapped Token schafft und Smart Contracts zur Verfügung stellt. So kann das Ganze natürlich auch in Zukunft weiter interessant bleiben, weil du eben quasi eine synthetische Abbildung hast, die wahren Token allerdings im Hintergrund liegen und für Staking Rewards genutzt werden. Bei Coinbase ist man der Ansicht, dass ein liquider Staking Token wie eben CB ETH die Unzugänglichkeiten des traditionellen Stakings beheben wird, also eben dem Space mehr Freiheit schafft. So kann man eben auch weiter mit den Wrapped ETH Tokens arbeiten, obwohl die eigentlich im Grunde liegenden ETH Tokens im Hintergrund gesperrt sind. Gesperrt sind diese selbstverständlich nicht nur für einige Tage und Wochen, sondern teilweise sogar für einige Monate. So müssen wir uns ja noch einige Zeit auf den Merch gedulden, auch wenn es in wenigen Wochen soweit sein wird. Ich habe aber ja bereits vor einigen Wochen angesprochen, dass es in Zukunft auch noch mehrere Monate dauern wird, bis tatsächlich dieser Deposit Contract komplett geöffnet wird und alle Ether wieder aus dem Contract freigegeben werden. Momentan sehen wir im Crypto Space eine extrem große Unsicherheit, eben in Kombination mit dem Merch. Und wie wir alle wissen, hassen es die Finanzmärkte, eben auch der Crypto Space, wenn eine Sache nicht sicher ist. Aufgrund dessen sehen wir momentan interessante auch On-Chain-Bewegungen. So können wir feststellen, dass die Top 10 ETH-Adressen, die hier Privatadressen sind und nicht irgendwelche Börsenadressen, ihre Ether-Bestände um 11% reduziert haben. Auf der anderen Seite können wir feststellen, dass die Börsenreserven um knapp 78% gestiegen sind. Wir haben also nicht mal mehr 3 Wochen, bis wir den Merch sehen werden, zumindest höchstwahrscheinlich, und kurz zuvor schicken viele Adressen ihre ETH eben an die Börse. Sind sie sich unsicher, möchten sie diese eventuell verkaufen? Genau das weiß man momentan eben noch nicht. Genauso wenig weiß man, wie sich das Netzwerk verhält, wenn wir den Merch sehen und welche möglichen Merch-Tokens daraus dann resultieren könnten. Im Prinzip zeigt die Stimmung, wenn eben viele ETH an die Börsen geschickt werden, natürlich, dass man hier die ETH möglicherweise abstoßen möchte, doch wir wissen eben überhaupt nicht, wie sich das Ganze während des Merches verhält. Vielleicht sehen wir hier eine Preisexplosion kurz nach dem Merch, vielleicht wird der Kurs auch erstmal abschmieren, vor allem wenn es hier Probleme während des Merchs geben sollte. Auch wenn wir uns, wie eben schon angesprochen, noch einige Tage auf den Merch gedulden müssen, wird die Aktivierung höchstwahrscheinlich bereits am 6. September um 12.34 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Wir sehen hier eine Reihe von Dingen, die dann auf der Blockchain passieren, bis wir dann zwischen dem 10. und dem 20. September, höchstwahrscheinlich am 15. September, den finalen Merch sehen werden. Kurz zuvor möchte die Ethereum Foundation natürlich auf Nummer sicher gehen, dass hier keine Probleme entstehen werden. Aufgrund dessen haben sie ihr Bug Bounty Programm weiter angehoben und haben das Kopfgeld auf mögliche Bugs gravierend erhöht. So hieß es von der Ethereum Foundation in einem Blogbeitrag: Alle Merch-bezogenen Kopfgelder für Sicherheitslücken haben bis zum 8. September einen 4-fachen Multiplikator erhalten. Kritische Bugs sind jetzt bis zu 1 Million US-Dollar wert. Falls du dich also mit der Thematik auskennst und hier einen Bug findest, diesen einreichst und es sich hier wirklich um einen signifikanten Bug handelt, dann kannst du bis zu 1 Million US-Dollar Preisgeld bekommen. Damit möchte die Foundation natürlich auf Nummer sicher gehen, dass hier keine Probleme und keine Bugs
während des Merges und auch danach auftreten. Allerdings kann man sich natürlich niemals zu 100% sicher sein. Aufgrund dessen gibt es natürlich auch schon jetzt wieder viele Leute, die sagen, dass wir hier viele Forks sehen werden, also dass sich die Ethereum Chain aufspaltet und wir mehrere einzelne Chains sehen. So soll die Proof of Work Chain weiterlaufen, gleichzeitig parallel auch die Proof of Stake Chain. Natürlich kann man nicht beide Chains mit demselben Token vereinen. Aufgrund dessen werden wir höchstwahrscheinlich einen ETH Proof of Work Token und einen ETH Proof of Stake Coin oder Token sehen. Hierzu hat beispielsweise die Kryptobörse Bitfinex bereits angekündigt, dass sie auch einen Ethereum Fork Token unterstützen werden, sollte dieser hier entstehen. Also dieser mögliche Proof of Work Token, den wir direkt nach dem Merge sehen werden. Das ist unter anderem ebenfalls interessant für die Anleger, denn viele gehen aktuell davon aus, dass wir eben nach dem Merge mehrere Tokens erhalten werden, also nicht nur den Standard Ethereum Token behalten werden, sondern auch einige Fork Tokens. Und wenn die Plattform, die du nutzt, diese Tokens unterstützt, dann bekommst du diese natürlich auch. Ärgerlich wäre es natürlich, wenn du deine ETH hier auf irgendeiner Plattform hältst, diese den Fork nicht unterstützen und am Ende des Tages du diesen Token aufgrund dessen nicht bekommst. Das Ganze ist ein bisschen schwierig. Neben Polynex, Huobi und auch BitMEX ist somit mit Bitfinex auch eine weitere Exchange hier auf den Train aufgesprungen, den möglicherweise neuen Token zusätzlich zu unterstützen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das handhabt. Ich persönlich lasse meine Ether einfach auf meinem Ledger liegen, denn sie werden mit dem Merge dann auch auf die nächste Chain übertragen. Und sollte es hier einen Fork geben, dann würde ich diese Fork-Tokens höchstwahrscheinlich, ich bin mir ziemlich sicher, auch über den Ledger erhalten. Die Frage ist halt dann, wie man mit diesen Token arbeiten und partizipieren kann, denn wenn sie natürlich nicht von den großen Exchanges unterstützt werden, solche wie eben Coinbase, Binance und so weiter, dann haben diese Coins und Tokens höchstwahrscheinlich sowieso keine große Zukunft. Zusätzlich dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, was Ethereum hier wirklich den Wert vergibt, denn Ethereum ist hierbei natürlich nicht nur ein einzelner Token, der für Gas-Fees genutzt wird, sondern stellt aktuell ein riesiges Ökosystem. Unendlich viele DeFi-Projekte, unendlich viele NFT-Projekte laufen eben auf der Ethereum Mainchain und werden dann mit dem Merge eben auch auf die Proof-of-Stake-Chain rübergehen. Dementsprechend werden die ganzen Fork-Tokens wahrscheinlich nicht groß unterstützt, ähnlich wie beispielsweise Ethereum Classic, und sollten hier welche entstehen, und ich gehe davon aus, dann werden das wahrscheinlich relativ tote Tokens sein. Ich bin sehr gespannt, halte euch natürlich auf dem Laufenden, falls es hierzu nähere Nachrichten gibt. Was ebenfalls tot ist, sind natürlich Coins, die hier gesperrt werden, oder auch Stablecoins wie beispielsweise USDC auf den jeweiligen Adressen, die aktuell auf der schwarzen Liste stehen. An dieser Stelle kommen wir zu einem etwas anderen Thema, denn bereits vor einigen Wochen haben wir uns natürlich über Tornado Cash unterhalten, die Plattform, die hier gesperrt wurde, und im gleichen Zug haben wir uns auch über beispielsweise Circle unterhalten, also dem Unternehmen, welches den USDC-Token herausgegeben hat. Diese haben ja gleich mehrere Adressen gesperrt, beziehungsweise hier den Zugang auf die USDC-Tokens unmöglich gemacht. Wir haben uns schon damals gefragt, was denn andere Stablecoin-Anbieter aktuell machen und warum diese Adressen nicht sperren. Am Mittwoch hat sich dann auch die Stablecoin-Emittent Tether zu dieser Thematik geäußert und sie sagten, sie werden keine Smart-Contract-Adressen einfrieren, die auf der sogenannten Sanktionsliste stehen. Die Entscheidung begründen sie mit folgenden Worten. Bisher hat das OFAC nicht signalisiert, dass Stablecoin-Emittenten sekundär Marktadressen einfrieren sollen, die auf der Sanktionsliste der OFAC stehen oder die von Personen oder Organisationen betrieben werden, die vom OFAC sanktioniert werden. Außerdem hat keine US-Strafverfolgungsbehörde oder Regulierungsbehörde einen solchen Schritt gefordert. Wir stehen fast täglich mit den US-Strafverfolgungsbehörden in Kontakt und deren Ersuchen erhalten stets genaue Angaben. Tether wurde also zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht kontaktiert, um die jeweiligen Adressen zu sperren, und sagte zudem noch gleichzeitig, dass eben das Sperren bzw. Einfrieren von Smart Contracts und Wallets eine äußerst störende und rücksichtslose Maßnahme sei. Im ersten Zug dachte ich jetzt, dass sie damit die Nutzer meinen, deren Assets jetzt eingefroren wurden, doch tatsächlich sagte Tether, das könnte Verdächtige vor einer bevorstehenden Ermittlung der Strafverfolgungsbehörden warnen, zur Liquidation oder zur Rückzulassung von Geldern führen und die weitere Beweiserhebung gefährden. Tether stellt sich also tatsächlich sogar nochmal zusätzlich auf die Seite der Regulierungsbehörden und sagt, solange sie hier keine Anweisung bekommen, machen sie eben auch nichts, damit sie keine Emittenten vorwarnen, keine Adressen, die hier möglicherweise auf irgendwelchen schwarzen Listen stehen. Ebenfalls sagten sie, die Entscheidung von USDC Smart Contracts von Tornado Cash zu sperren, war voreilig und könnte die Arbeit anderer Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden weltweit
Sicherheit gefährdet haben, wenn diese ohne Anweisung von US-Behörden getroffen wurde. Das Unternehmen wies zudem darauf hin, dass andere Stablecoin-Emittenten mit Sitz in den USA, wie beispielsweise Paxos und DAI, ebenfalls keine Tornado Cash Wallets gesperrt haben. Hat Circle bzw. USDC hier also auf eigene Faust gehandelt und warum sollten sie das tun? Wollten sie sich so bei den Regulierungsbehörden einschleimen oder haben sie auf der anderen Seite vielleicht eine solche Anweisung erhalten? Man weiß es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Man darf allerdings jetzt nicht blind sagen, okay, USDC ist hier der schwarze Peter und USDT kämpft für die Freiheit, denn wenn wir uns tatsächlich mal die faktischen Daten anschauen, so hat USDT deutlich mehr Adressen gesperrt als USDC. Wir reden hier über 695 gesperrte Adressen. Bei USDC sind es gerade einmal 81. Meiner Meinung nach sollten keine Adressen gesperrt werden, doch das ist eine andere Thematik. Wir dürfen eben auf jeden Fall nicht vergessen, dass die jeweiligen Stablecoin-Emittenten alle ihre Funds einfrieren können. Dem Risiko muss man sich bewusst sein und auch dem Risiko, was dann dadurch einhergehen könnte, wenn eben die Stablecoins von jeweiligen Liquiditätsanbietern ebenfalls gefroren werden. Das kann nämlich zu gravierenden Problemen führen, wie wir uns bereits in den vergangenen Wochen schon mal angeschaut haben. Ob wir allerdings auch morgen und in den nächsten Tagen Probleme sehen werden, hierbei in Bezug auf Short-Term-Kursentwicklung, das werden wir sehen. Ich werde das Ganze mit euch begleiten, würde an dieser Stelle allerdings das heutige Video erstmal beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht auch weitergeholfen. Sollte dem so sein, ihr wisst es, lasst mir gerne eine Bewertung und einen Kommentar da und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao Freunde.